Beim anderen konntest du es irgendwie gar nicht machen. Everyone's feeling so down about this rumor. Music always cheers people up, but my guitar broke last week. I've nearly fixed it. I just need something for the pegs. Have you ever seen Barrett's fancy steel flask? The one he drinks from. I think I could use that. Go and find him. He likes you. Maybe he'll just give it to you. Ich soll den Typen, der mir vertraut ist, was klauen? Ist das jetzt diese schlaue Idee dafür? Ja, Musik, mach's nicht so. Ist ein neuer Tag? Nein. Barrett. Harry, my boy. You found a dugout, I trust. Let's get another picture for the papers back home, eh? Major Barrett. Gut, Entschuldigung. Kartenspiel. Spielen in den Gräben. Der Erste Weltkrieg wird fälschlicherweise oft als eine Reihe langer Schlachten und Grabenkämpfe angesehen, die sich über 4 Jahre erstreckt. In Wahrheit bestand der Krieg hauptsächlich aus langen Wartezeiten zwischen einzelnen Angriffsversuchen. Ein sehr beliebter Zeitvertreib war das Kartenspielen. Die Armee gab jede Menge Karten aus, von klassischen Motiven bis hin zu Propagandakarten. Die Franzosen produzierten sogar Karten, mit denen amerikanische Soldaten wichtige französische Grundbegriffe lernen sollten, mit einem übersetzten amerikanischen Lied. Oh ja, damals, guckt mal die jungen Leute an. Muss ich gar nicht vorstellen. Plans the next brave offensive. Photo by Harry Lambert. Das habe ich geklaut oder was? Wait. I should look professional. Let me put this flask down first. Right. Picture. And make sure you get Vimy Ridge in the background. Nee, ich klaue nicht, sorry. Aber nee, ich will niemanden. Wer im Hintergrund? Vinnie Rich? Die Flagge meinst du? Good. Now rest up, son. Relax while you can. Ja, es ist doch an der Front, also muss ich wieder zur Front gehen. Ach nee, wartet mal. Nee. Guck mal, können wir vielleicht das eintauschen hier? Ja, vielleicht geht das besser. Ich will den echt nicht behalten. Ich hab dann Gewissensbisse. Wir tauschen den hier aus. Klaue ich mit Zigaretten. Also es ist so was Persönliches. Wir können nicht unseren Vorgesetzten sowas klauen. Das ist. Und damit anfangen, beenden wir dann. So. Jo, krieg ich doch was? Photographer. Sounds like easy work to me. Lucky sod. Hallo, ich hab dir gerade was hingestellt. Warum darfst du eine Zigarettenschachtel hinstellen? Schlecht für die Gesundheit, Moment. Geschäfte mit Joe. Ja, und was habe ich dafür gekriegt dann? Ich meine, ich habe jetzt gerade keinen Gegenstand erhalten. Versteht ihr das gerade? Gut, also muss ich doch den Flachmann holen. Hilft nichts. Ja, Leute, so eine Musik, das ist klar, ist ja. Stimmung aufkommt. Polka oder so. Na. Okay. Ich glaube, es wird es noch relativ schlecht bekommen, dass wir das geklaut haben. Was gibt es hier noch für Gegenstände? So, auf zur Front. XP on the front here. Das wollte ich immer fragen. Wie steht er dazu mit Wirtschaftssimulationen? Ich meine, ich bin jetzt nicht der größte Strategiespieler, aber ich mag zum Beispiel die alten X-Games.
Die sind langwierig, ich weiß, aber man kann sie zusammenschneiden, die Videos auch. Aber das fände ich auch mal ganz interessant, heute so eins zu spielen. Ich habe damals die 1 lang gespielt. Say, do you know how to play? No. Wir sollten zurück nach oben. Alles in Ordnung, Kurt? Wie zum Teufel kommt die Katze hier rein? Die Mies? Na gut, ich werde erstmal eine Pause machen. Bis dann. Verdammte Katze, komm hierher. Dann wollen wir mal versuchen, diese Katze zu fangen. Auch die Katze kennen wir doch schon von der ersten Kurt-Mission. Das war sein Objekt. Was? Achso, weil der Mauszeiger da ist. Scharfschütze und Beobachter. Oh, nicht, dass ich oben rauskomme. Ich fange schon mal. Letter, we will be attacked by the enemy. I've been blind, Katrin. I've been a fool. I've never imagined I might die before I found Max. Never stopped to consider I may not return home. Forgive me. Was hast denn du gedacht, dass es hundertprozentig klappt? Na komm zu mir. Na komm zu mir. Komm her. Mitzi, Mitzi, Mitzi. Treffen wir schon das erste Mal hier, Ferry? Wir hören Gitarrensound. Nein, ich will erstmal weiter gucken. Darf ich nicht. I should have returned immediately, should have reported the news. But instead I remained in the darkness. I could hear the enemy above me. They were playing music, Katrin. It reminded me so much of home. Harry kann doch bitte spielen. I lost track of how long I listened for. Tja, wer die Katze jetzt gefangen, noch berichtet hat, na gut, Luther ist ja noch da. Oder war es nicht 4 Tage unten, von daher. Quicktime Events. Ich lasse mir jetzt mal nicht über Quicktime Events auf, weil sonst das Spiel schon ganz schön ist. Auch du, Mann von. Wie ist das Spiel? Skinny Man. Warst du denn, Kurt? Das hat ja ewig gedauert. 4 Tage bis zum Angriff. Das ist übel. Ja. Sammel Item. Scharfschützen und Beobachter. Im Grabenkrieg gibt es oft lange Wartezeiten. Manchmal trennen weniger als 100 Meter die beiden Frontlinien. Tagsüber beobachten die Männer die feindlichen Linien mit Periskopen, Schutzbrillen. Sie lernen sie alles über das Gelände, können Angriffe besser vorbereiten und unvorsichtige Feinde abschießen, die ihren Kopf nicht unten lassen. Scharfschützen fallen im Ersten Weltkrieg eine entscheidende Rolle zu. Sie versetzen den Gegner in Furcht. Die Deutschen sind mit ihren Scharfschützengewehr Mausergewehr 98 äußerst treffsicher. Genau wie die jagderfahrenen Kanadier auf der anderen Seite. Beliebt ist das Schießen auf Gegenstände in den feindlichen Gräben, deren Treffer möglichst laut sind, sowie Töpfe und andere Dinge. Selbst der Feind bejubelt oft den gegnerischen Schützen für solche Treffer. Aha. Fand der erste Werel-Door-Lock. Mhm. Gucken, wie der Mann sich dagegen lehnt. Am Ziel Fernrohr im Schützengraben. So, Bericht erstatten. Wo? Ich frage mich, ob meine Frau an mich denkt. Ich würde alles tun, um heimzukommen. Du kommst schon heim. Vielleicht im Sorg. Wer weiß, wie das. Der Feind hat seine Augen überall, ich weiß es.
du hast deinen Kopf jetzt nicht weit unten. Komm hier rüber. Franzl? Franzl? Was hast du da unten gehört? Sag mir, wo die Ratten sich verstecken. Hier habe ich die Musik gehört. Ah, sie tanzen auch noch. Unauffällig sieht anders aus. Sie sind wirklich ganz nah. Oh Gott, wird Jazz erschossen? First time you see someone die, everything shuts down. You're left with thoughts that go round and round. Some men here relish the opportunity to kill. I do not. Who are we to say who lives and who dies? That is God's will, not ours. You start to make promises to yourself. Promises to do right. To live well, to be a better person. If I can survive this battle, I am one step closer to the sum. I will eventually get my transfer. I will finally be able to find our boy. Take a few photos, return home a hero. That's what the Major promised. But he didn't say I'd be photographing the battles. He didn't say I could die. Erwartet. I'm getting old, Katrin. I'm not a soldier. Was mit der Katze? Wir hatten Harry als letztes, also würde ich sagen, Kurt. But I will help if I can in the battle ahead. Schnapp dir das Periskop, Kurt. Wo sind sie? Such mir ihren Off. Ich will mein Bestes probieren. Scheiße. Hier. Töten oder getötet werden, Jungs. By the time you receive this letter, I may no longer live. Guckt mal die Miets. If that happens, know that I loved you. All my love. Kurt. Es ist zu ruhig. Das gefällt mir nicht. Dieses Ticken habe ich echt nur eine kleine Zeitspanne. Gott, hilf mir, Kurt. Ich zittere. Wie soll ich mit diesem Ding losziehen? Beiß die Zähne zusammen und denk an zu Hause. Darum sind wir hier. Kurt, das Periskop, sofort. Ich muss wissen, wo sie sind. Da ist ein kleiner Soldat. Der schießt, wir hören nichts. Oh Gott. Sie kommen! Los geht's! Hey boy! Over here! Over here! Nee, ich will zurück. Stick with me, Harry! For king, for country! Kann ich mit Kaffee dabei? Gut, und weiter geht's. Was haben wir hier gestanden? Auf dem Schlachtfeld auch, guck mal. Wir gucken uns auf die Schnur. Okay, darf ich nicht. Order.
mal einen leichten Fahrerbeflug machen. Harry, get your camera! Time to do your job! Get a photo of this! The Major and his men stare death in the face! The skies are on, boys! Push forward! Wasser, Kuhn! Wasser! Die Waffe rüber! Wo ist Wasser? Könnte ich etwas finden? Na, irgendwie unten. Hier. Los jetzt, füll die Waffen ab! Bevor im Verzug ist. Komm runter! Joe! Sniper! We need to move, Harry! Now! Sammelgegenstand. Peter, was? Verwundet. Au. Habt ihr gesehen, das Feuer ist sogar gerade nach. In meinem Tod. Ich kann mich leider nicht weit nach links umgucken. Sie kommen näher, Kurt! Ich brauche mehr Munition! Hol die Munition aus dem Versorgungsaufzug! In dem Raum hinter mir! Kurt, Gott sei Dank! Der General, das Kabel, Kurt! Such Bruno, das Kabel, Kurt! Such Bruno, hol die Munition aus dem Versorgungsaufzug! In dem Raum hinter mir! Das muss aber Gegenstand. Okay. Okay, ich brauche als ersten Kabel. Munition, Kurt! Geht nicht. Eingefallen. Kann ich noch retten? Danke. Wir werden verlieren. Ich weiß es. Ich habe Kabel. Sehr gut. Du bist Kabel, Bruno. Ja, würde ich gerne. Ich bin Ingenieur. Boah. Gut gemacht. Ach, nach draußen mit dir, Kurt. Wir halten den Eingang. Ach du Scheiße. Bastards! That machine gun is mine! Smoke! That's our chance! Now, Harry! Nein, Sammelgegenstand da, ich sehe es genau. They know we're here! So, Stacheldraht. Niemandsland. Der wohl berühmteste und am meisten gefürchtete Schauplatz im Ersten Weltkrieg ist wohl das Niemandsland. Dieser winzige Bereich trennt die zwei feindlichen Fronten. Die Anordnung und die Bauart der Verteidigungsanlagen und Fallen in diesem Gebiet entwickelt sich über die gesamten 4 Jahre des Krieges ständig weiter. Allein die Menge an Stacheldraht, die beide Seiten ausrollen, sind unglaublich. Der Stacheldraht wird überwiegend nachts gelegt, da die Männer so vor Scharfschützen oder Handgranaten geschützt sind. Die Stacheldrahtzäune werden zu einem Symbol des Ersten Weltkriegs, finden sich als Motiv in einer Vielzahl künstlerischer, aber grauenerregender Fotos wieder, auf denen tote Soldaten im Draht festhängen. Sieht man da so was? Also man könnte es erahnen an den schattigen Stellen, aber ja, einfach Stacheldraht. So. Harry, ich komm. Oh Gott. Harry? Harry! Harry, we can't stay here. We need to move. Get a grip, lad. Think of the girl back home. Hast du überhaupt eine Waffe gekriegt? This is it! Forward! For the Empire!
Ich kann gerade nur Ego. You read about it in books. The white light, surrounded by the dark. Das keine Ahnung. Was I dead? Worse, I was still at Vimy. Scheiße! Gott! Hilf mir! Geh! Finde deinen Jungen! Tut mir leid. Gott! Zurück in die Tunnel! Ich halte sie hier auf! Wie? Warum öffnen sie sich extra für mich? Bin ich so toll für die? Gleich muss doch krachen. Und in den Tunnel finde ich Harry, ja? Aber wirklich, warum hat Harry keine Waffe gekriegt? Ich meine, er ist doch auch. Dummy, ich sehe übrigens überhaupt nichts gerade. Jetzt war eine Lampe mitgenommen. Mein Junge. Old Boy. Old Boy, oh, Old Boy. Pro Old Boy ist auch ein schönes Spiel. So. Und da haben wir doch den Auftritt dabei. Jetzt will ich sinken, hallo.